So, da sind wir jetzt live. So, mal kurz gucken. Ich glaube, man hört Life mich jetzt. is life. Genau. Na, 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 na. Diesmal wieder mit dem Pet am Start und Kevini44. Mal ein bisschen immer abwechseln, dies, das, ne? Bisschen Frauentausch spielen hier. Ich wollte den Joke eigentlich nicht bringen, aber gut. Hey, man tauscht auch die Familie und so, ne? Oh, die Leute halt, Digga, ich weiß nicht, wie du das bei dir abläufst, aber warum muss ich mir Sorgen machen, also? Nein, 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 nein. So. Das war jetzt hier den. Ui. Ui, Memo. Ah je. So, So. geht's ja los, was? Natürlich geht's schon los. Und wir sind auch schon gerade alle in Game. Hier sind wir alle schon. Oh Gott, sind schon viele. Hilfe. Wir sind schon alle hier wieder in Game. Wir sammeln uns natürlich wieder und dann gehen wir eins in die Lobby rein. Digga, was ist denn für ein Kopf, Alter? Was ist das für ein Kopf? Nicht vergessen, erst mal wieder Merch verkaufen. Genau. Ey, Faro, was ist das für ein Kopf? Jetzt mal Den ernsthaft, Kopf, dieser das ist der von dem Metaverse Champions Chip Package von Sparks Kilowatt von dem Airflow Package, aber Also, daher. genau, wollte ich gar nicht wissen, aber okay, gut. Jetzt weißt du es so ganz genau. Junge, der sieht einfach aus, als wäre der nicht von dieser Welt, der Typ. Sieht aus wie so ein Gigantenbaby. Ja, passiert schon mal. Die Haare sind auch sehr lustig. Die Haare sind Ja. auch so lustig davon. Die sind auch riesig. So. Die verdecken mir schon die Sicht. Ach komm, Kerbo. Kerbo? Ah, Kerbo ist auch Hallo? da. Wo ist denn Kerbo? Ah, Hier. da ist er am Moin. Was geht, Kerbo? Es wäre doch auch toll, wenn Kerbo mitmachen würde, oder? Vorschlag. Wollen wir mal kurz. Irgendwas mit der Bitrate. Jemand hier gerade hier rum. Ach komm. Scheiß drauf, man sieht was. Das ist doch, was wir wollen. Ah, scheiß auf, Digga. Scheiß drauf. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, in unserem Place. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden auf jeden Fall heute, wie gesagt, ein paar Kisten wieder verteilen. Und dann werden wir noch versuchen, auf Krampf, natürlich, ich kann nichts versprechen, aber wir werden es versuchen, dann für die Leute, die die Badges haben, diese 63 Abzeichen, die man ja mindestens braucht, oder 40, aber irgendwie wird das anders gezählt mit den Packages noch. Frag mich nicht, wieso. Dann, wie gesagt, werden wir für die Leute auch noch versuchen, das Ei freizuschalten. Ich kann auch kurz mal das Ei mir auf den Kopf setzen, ist wie gesagt mickrig klein. Und ich werde noch ein extra Video zu machen, wie man das Ei auch als Spieler, der kein Headless hatte, sehen kann. Oder ja, zeigen kann. Da habe ich auch gestern was ein bisschen geguckt und habe auch was rausgefunden. Deswegen macht euch auf jeden Fall gefasst auf dieses Video. So, ich reset mich mal kurz hier. Uff. So, mal kurz hier wieder leiser stellen. Das ist jetzt zu viel zu laut nachher in der Hub. Und hier sehen wir schon, das ist Ei, das Egg of Non-Existence von 2008. Wie gesagt, sehr, 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 sehr klitzeklein. Kein Plan, ob das wirklich damals auch schon so klitzeklein geplant wurde. Oder ob das extra nochmal runterskaliert wurde von, ja, einem Admin oder so. Aber das ist, wie gesagt, das Egg of Non-Existence, das wir dann auch versuchen, dann freizuschalten für euch. Denn ich habe es ja, wie gesagt, schon gestern im Video gemacht. Ja, so, ich komme mal kurz hier in den Chat rein. Mir fehlen noch drei Abzeichen. Ja, dann. Zack, zack, ab, ja? Um einen Platz dazu. Nee, nee, die brauchen schon 36. So. Ich glaube, hier ist auch schon volle Kanüle voll, ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir schon mal rüber. Wir werden erst auf den VIP-Server gehen, um da erstmal ruhig die Crate zu verteilen. Und dann werden wir dann kurz ein paar Server wechseln, falls der VIP-Server voll sein sollte. Und wenn dies dann der Fall ist, dann werden wir dann in der Public Lobby oder vielleicht noch privaten Lobby, mal gucken, wie es hinhauen wird, dann dieses Ei freischalten. So. Natürlich auch wieder Pet ist am Start und Kevini44 oder wie immer gesagt, sind TikToks 44. Ne? Einfach nur Roblox unterstrich Kevini44. Ja, oder so. Nein, ich wollte nicht konfigurieren. Oh. Kann ich jetzt bitte. Hallo, danke. Group Shoutout. Man könnte denken, dass Kevini einfach in einem Palast sitzt, Alter, vom Hall her. Ich glaube, Hallo? 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 Ich glaube, der hat echt wenig Möbel drin, einfach nur stehen. So, ich glaube, ich schon mal den VIP-Link im Voraus. Und dann ziehe ich den durch. Das heißt, wir gehen jetzt einmal rüber in die VIP-Lobby. Ui, Memo, oh. Rein da. Da. Und dann will ich den in meine Gruppe in den Shoutout reinpacken. Das heißt, wenn ihr noch nicht in der Roblox-Gruppe seid, einfach mal Ausrufezeichen mitspielen. Dann könnt ihr schon in der Gruppe beitreten und dann könnt ihr schon im Metaverse Komm in die Gruppe, Mann. kommen in die Gruppe. Ja, Mann. Wie gesagt, dann könnt ihr, hoch, laut Musik. Dann könnt ihr auch mitmachen
und dabei sein. So, das Rauschen, dieses Hintergrundrauschen triggert mich schon ein bisschen. Und es ist auf 10 verschiedene Rechnungen wieder. Diese Musik aus. Die hab ich auch ausgemacht. Hey, warum werden die Tower größer? Die waren voll, damals waren die noch so klein. Ja, weil die mehr Punkte gefarmt haben. So, und Group Shoutout ist jetzt auch hier in der Gruppe drin. Das heißt, einfach abholen, weil jetzt geht's auch für Mobile. Das wurde jetzt auch nochmal gefixt. Da gab es auch voll ein Problem, deswegen, ja. Und über den Bann haben wir hier gefüllt, kann ich auch sehen, wenn noch nicht hat, zum Beispiel, Pat hat noch nicht die Developer-Box. Die hat er noch nicht. Die kriegst du jetzt, ne? Pat. Genau. Jawohl, endlich. Und Kerbo hat gar nichts davon. So. Aber wie gesagt, kannst du sehen. Warum habe ich keine Permission? Join the game. Ist das ein VIP-Server? Ja, das ist ein VIP-Server. Hat dir einen Code geschickt. Eieiei. Danke. So, ich sehe gerade, hier joinen auch gerade noch welche ohne Kisten sogar. Also wie gesagt, hier können wir noch abstauben, hier können wir gewinnen. Für Fortnite, wie Kerbo schon sagt. Für Fortnite. Hey, wo ist denn der Link? Der ist in der Robles-Gruppe. Einfach in der Robles-Gruppe beitreten. So, Zipet, mach 10 Liegestütze, sonst kriegst du die Deathbox nicht. Los geht's. Damit hab ich kein Problem, also keine Sorge, das ist mir eigentlich voll egal. Der Pet ist schon, schau mal, Bullshit, der schafft das schon. Ja. Sportlich. Hey, ich kann kurz nach hier umgehen. Also ich bin hier oben, ich bin auf dem Tower und dann schieße ich die Sachen runter. Ah, oben. Und wie gesagt, nochmal kurz zu zeigen, wie gesagt, wenn ihr 36 Badges mindestens habt, oder ich schätze mal, es zählt auch mit den Packages, dann muss es hier, man sieht eher, er hat zum Beispiel, Dominik hat nicht genug, bei ihm ist das komplett grau und kommen diese Partikel. Bei mir, wenn ich drauf gehe, seht ihr grün und diese Sparks, das bräucht ihr, dass ihr, wie gesagt, dann dieses Ei auf meinen, in meinem Kopf dann kriegen könnt. Small Brain an der Stelle auf jeden Fall. Wie gesagt, nur dann könnt ihr das freischalten. An der Stelle? Nein, ach komm. Ich habe Pat letztens, oder heute Morgen habe ich geschickt, weil ich nach Pharos gesucht habe, auf dem Handy einfach mal so gucken, was da so als Ergebnisse gibt. Und da gibt es wirklich Pharos am Morgen. Also die Leute suchen wirklich extra nach mich. Nur wie eine Rausbauterei von damals, schätze ich mal. Junge. Fehlt noch Redestock. Ja, der Redestock fehlt auch noch. Gibt es auch die Admin-Chess, weil nur noch die fehlt mir. Ich sag mal so, wer hätte Roblox sich nicht von Deutschland mit dem Partnerprogramm verabschiedet, hätten wir es locker einrichten können. Aber leider ist das ja nicht mehr so. Sonst hätten wir in Admin auch eventuell noch ein Game. Das wäre aber Overkill und dann wäre ich auch krass. Lust 1, Kerbo. Lasst es regnen! Genau, lasst es regnen. Aber die Kisten, die sind aber schon. Ja. Die sammelt keiner hier auf. Also irgendwie. Weil, nein, da gibt's noch, zwei gibt's noch, die wir noch nicht haben. Okay. Und was ihr auch noch regnen lassen könnt, ist den Like- und Abo-Button. Das sind wieder so weitere Aktionen. Ja, natürlich. Dass ihr keine weiteren Videos oder sonstiges auf meinen Kanal verpasst und am besten noch die Glocke aktivieren, denn meistens kommt das ja nicht in der Abo-Box an. Genau. Oder auch in meinem Discord einfach. Sieht einfach aus wie ich. Sieht einfach aus wie ich? Ja, der Typ hier. Ach so. Ich kann einfach fliegen. Also einen haben wir noch nicht. Alter. Was zum Henker? Ach so, lol. Ach so. Lol. Ja, das war ich ja. Ja, moin. Kannst du mich mal bitte grüßen und grüße an Pat. Ich grüße es. Oh Gott. Steve Olino und grüße aus an Steve Pat. Steve Olino ist auch ein genau. Zuschauer von mir, deswegen. Ah. Ja, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, Steve. Genau. Faro, spielst du dann auch mal Islands? Da kommt nämlich heute Abend ein neues Update raus. Dazu kann ich das. Oh Gott. Dazu kann ich was sagen. Ich habe extra so gewartet. Ich wollte eigentlich heute ein Video machen zu den Leaks, aber ich habe mir gedacht, wenn ja heute das Update rauskommt, dann lohnt es ja gar nicht, ein Leak-Video zu machen. Deswegen bringe ich es einfach dann heute Abend oder so oder morgen das Video dazu. Deswegen habe ich es einfach gespart, denn da kam auch noch heute das Metaverse Sparks Kilowatt-Teil raus. Deswegen, ja, wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall Bescheid und bin aktiv wie die Glocke. Deswegen, ja. Oh Gott. Aktiv wie deine Glocke. Ja, ich hab gerade gelesen hier im Chat von Clauribo, Glocke ist aktiv. Da hab ich gesagt, ja, machst du nochmal einen coolen Übergang, ne? So. Ja. Hab ich alles vom Pet gelernt, Alter, aus den Among Us-Runden. So. Jetzt fehlt nur noch, dass du dich selbst rausboten lässt aus deinem Server hier bei Roblox. Oh Mann. Kann ich das eigentlich mal gucken? War aus. Ich hab mal drauf geklickt auf mich. Hab ich hier selbst rausgekickt? Nee, kannst du nicht. Wer, das kann ich wirklich, das ist ja lustig. Also, ich glaube, als Admin könnte man nicht rauskicken, aber über die Konsole. Leider ohne Votekick. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz die Leute an.
Hat goldenen Namen, hat keinen goldenen Namen. Vielleicht können wir sogar nochmal hier in der Lobby das sogar durchziehen. Der ist noch nicht zu gold. Der hat keinen goldenen Namen. Wo sind denn die meisten? Ich sehe nur ein paar. Sind alle bei dir? Können wir dann nochmal auf den Public-Server? Ja, ja, gehen wir gleich auch noch kurz noch gucken. Ja, das wird hier nicht funktionieren. Ich hätte jetzt noch gedacht, dann versuchen wir mal hier nochmal das Ei hinzukriegen, aber das sind zu wenig pur goldene. Deswegen, das werden wir nicht hier hinkriegen. Faust, grüße mich doch mal. Ich grüße Kero, mein Moderator, aka Admin. Hallo, Kero, hallo, willkommen im Stream. So. Hey, Kero. Der Allerechte. Der Allerechte. So. Also ich sehe schon, hier sind drei am Leuchten, aber das sind viel zu wenige. Wollen wir noch mich, zwei... Ne, das reicht nicht, das reicht nicht. Okay, dann gucken wir kurz, ist der Server voll? Falls Leute nochmal drauf kommen können, aber die nicht drauf können, weil der Server voll ist. Gucken wir mal kurz hier rein. So, Server. Server sagt, nein, da könnten noch welche drauf. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir haben noch drei, aber wir haben nur eins, zwei, drei, ja, nicht viele, oh, ja, geil. Ich glaube, wir sind jetzt alle schon gefüttert, wie die Fische. Deswegen würde ich sagen, switchen wir einfach mal rüber zu einem Public-Server. Sehr gut. Wie gesagt, und diesmal, wenn ihr mir folgen wollt, einfach mir auf Roblox folgen und dann könnt ihr schon mitmachen. Das ist ganz einfach. So, einmal kurz die eine halbwegs leere Lobby finden. Und dann können wir auch schon da reingehen. So, dann würde ich sagen, gehen wir in so eine 39er Lobby rein. Das müsste eigentlich noch reichen. Ah, ja, 38, komm. Rein da. Und dann geht's in eine Public Lobby. Nein. Skip. Keine Musik. So. Dann sind wir in der Public Lobby. Das heißt, mal kurz rüberkommen, bitte. Dein Spiel hat einfach nur 76% gute Bewertung. Was hast du falsch gemacht, Faro? Das ist nur die Fahr aus Hangout Lobby. Ja, ich weiß. Aber das liegt nur daran, weil da so wenig Likes drauf sind. Also. Was? Like mal. Leute. Sag mal, Pleosis, aber tausche P mit M. Mega sus. Badum. Sag ihm mal das. Wo ist der Link? Kannst du den Link in den Chat schreiben? Nevermind. Ja, wie gesagt, einfach mir auf Roblox folgen. Den Namen seht ihr ja hier. Und deswegen kein Problem. So, Tuxedo ist auch wieder hier am Start. Ich glaube, Pet ist auch schon drin, weil da ganz viele Kisten unten liegen. Ja, genau, der ist auch am Start. Guck mal, da hört man. Haben wir irgendwo noch ein Bibbing? Wir können hören. Wir hören, ich höre noch keinen. Das Sound eigentlich anders von den verschiedenen Chests, also von diesen Entwicklern-Chests und den normalen Chests. Die sollen wir mal testen. Ja, ja, das ist halt. Das ist halt anders, weil. Weil. Das sind halt nur Kisten, die halt nur spezielle halt Creator droppen können, ne? Ja, aber ich meine halt nur der Sound. Also, dass die anders aussehen von der Kontur, so habe ich ja mittlerweile gecheckt, aber ich. Ah ja, anderes Modell ja. Haben sie auch noch, ne? Okay. Deiner hat zum Beispiel in den Dings einen Stern drauf. Kevini hat das Roblox Developer Logo drauf. Und die Leute, die reinpayen, die haben halt ich glaube, das ist ein Play-Button als Logo. Vorne drauf, genau. Okay. Ein Play-Button als Logo. Hey, sieh dich nicht, Kevini. Warte mal. Ja, warum sehen die einfach an? Ich habe Kevini gesagt. Hey, Kevini, ja, ich mach's Licht aus. Ich bin bei den blauen. Ja. Der Server ist voll. Ist das schon voll? Warte mal kurz. So, genau. Komm mal mit hier auf den Turm. Lass uns mal hier eine Kiste werfen und dann hören wir einfach genau hin. Ich hab meinen Sound aus. Auf den Turm? Hinter dem Turm. Weil da ist gerade niemand. Achso, da bist du. Ja, jetzt sehe ich dich. Okay, hör einfach mal hin. Ich kann es leider jetzt nicht hören. Hörst du es? Ja, Moment. Ich wurde da oben teleportiert. Ja, ich auch. Hört sich's anders an? Nee, ist glaube ich gleich. Das ist alles gleich. Okay, egal. Alles gleich, Mensch. Wow, Alter, die Kiste, die eine. Ah, hier hoch, zack. Da sind wir wieder. Da haben wir noch ein bisschen Padeu, hören wir noch irgendwo. Habe ich auf dem Boden. Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann. So ein bisschen fühle ich mich. Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann. Oder?
Ja, so ein bisschen. Ja, wie gesagt, wenn der Server voll ist, einfach ein bisschen warten und dann, wenn das schon locker, Leute automatisch leaven, weil die werden ja auch in diese Spiele hier auch reingehen. Deswegen einmal kurz ein bisschen warten, dann mit Glück kommt ihr schon hier rein. So, oh, huch. Was noch mal sagen kann, das ist eine Ankündigung. Es wird, ich weiß nicht, wann das gepublished wird, aber ich werde noch heute einen Termin mit Abok haben. Das heißt, ihr werdet eventuell auf Aboks Kanal noch ein kleines Gast-Special haben, wo ich dann vorkomme. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde euch dann noch informieren, weil da werde ich ein kleiner Gast. Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, was auf mich heute abwartet, aber er wartet. Aber es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das heißt, freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Weil ich wollte ja auch, wie gesagt, in diesem 2K-Abonnenten-Special gesagt, ich werde auch mal was Aboks mitmachen. Bei Zockmonster ist er ja jetzt wieder zurück. Der hat ja, wie gesagt, privatlich ein bisschen nicht die Zeit gehabt dafür, deswegen vielleicht, weil ich mit ihm auch jetzt wieder was Vernünftiges machen können. Ich habe auf jeden Fall geplant, Shindo Live, oder wie das jetzt heißt, ich weiß nicht genau, wie das Spiel heißt. Mach mal einen Redestock-Simulator. Da schlägst du einfach Leute mit im Stock und dann guckst du mal einen besseren. Wie mies. Kevin, das können wir in meiner Gruppe machen, als Fangame, Alter. Der Redestock-Simulator. Ja. Also das heißt auch wirklich so, das heißt dann, in Englisch heißt dann der Reading Stick Simulator und das heißt auf Deutsch der Redestock Simulator. Chat, vor einfach Platz 1 aus dem Scheißspiel. Hä, voll die geniale Idee. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, ob ihr sowas feiern würde, ob ich mal den Redestock Simulator in meiner Team Chaos Gruppe mal machen soll, wo man dann halt Redestöcker, sagt man das so? Redestöcker? Oh, Redestöcker. Ja, lol. Ja? Was? Ich wurde einfach durch meine eigenen Chiss geboostet. Ich war einfach in meiner Box aber drin. Na, du bist einfach nach oben geflogen, ja? Nein, in der Box war ich drin. Was? Nee, das meine ich. Aber du bist nach oben geflogen, also mit der Box. Ja, ich habe mich nach oben teleportieren lassen und habe auf dem Moment unten drauf gedrückt und irgendwie war ich dann in der Box drin, also wirklich. Wie geil, ich will das auch mal probieren. Vielleicht kriege ich es hin. Und dann wurde ich einfach da in das Portal geschleudert. Oh, na gut, kommst ja wieder raus. Ja. Komm schon. Bin jetzt drin, yay. Wie gesagt, einfach nur ein bisschen warten, dann kommt ihr auch schon in die Lobby. Wie gesagt, die wechseln ja eh, dann schätzt man die Lobby. Die Leute, die ja normal spielen wollen und schon die Crates haben, deswegen einmal ein bisschen warten. Und dann, wir werden natürlich auch Story switchen, das ist kein Ding. Aber wir werden noch ein bisschen drin bleiben und dann, wenn wir hier ein bisschen, oder die Herren werden dann Kisten spammen. Ich krieg's nicht mehr hin, keine Ahnung. Ach ja, ich war super lucky. Weißt du noch, als Jojo beim letzten Mal gesagt hat, du kannst einfach gedrückt halten? Ich habe schon wieder die ganze Zeit nur geklickt. Ja, ich habe jetzt auch gerade gecheckt, dass man gedrückt halten kann. So dumm. Oh Mann. Lol, ich bin jetzt mich auch drauf gesurft gerade. Lol. Oh jo. Alter, seh den. Da ist der Pet. Ich kann gar nicht mehr. Da nicht sehen noch. Da, oh jetzt. Oh. Wir können mal kurz gucken, hier sind gerade viele Leute, die haben den Badge anscheinend, wir versuchen es mal. Also, ein paar. Ich stelle mich mal kurz, wo kann man sich hinstellen? Da hinten ist schon besetzt, das heißt, ich stelle mich mal hier hin. So, das heißt, wenn... I'm a big fan, so ein Engländer, ja moin. Ja moin, kann man mal machen. International, hör mal. Machen wir wieder einen Stream, der kommt morgen um 16 Uhr. Wie gesagt, Samstag ist immer Metaverse-Stream und Sonntag ist dann immer einmal Island-Stream, also der große Island-Stream, ne? Heute machen wir, wie gesagt, einen kleinen Stream, aber dann morgen kommt der Big Banger. Der 3-Stunden-Stream. Warte, kommt der Little Banger? Der Little Banger ist jetzt gerade. Das ist ja der kleine Stream. Weil heute ist nicht 14 Minuten, heute ist so ein bisschen länger. Ja? Worauf warten wir jetzt gerade noch? Weil ich hätte ja eh die Chest, oder? Wir können versuchen, wie gesagt, wenn hier noch ein paar Leute drin sind, die andersweise die Badges haben, das Ei hinzukriegen. Aber ich sehe jetzt gerade schlecht, wie viel aufleuchten. Und wie viel von denen nur Partikel haben. Deswegen. Richtig cursed hier das Portal. Von einer Seite siehst du durch, von der anderen nicht. Ja, ist doch gut, oder? Aber ich glaube da hinten fehlt einer. Wo ist denn eigentlich heute Jojo? Der wollte eigentlich auch gestern dabei sein beim Video, aber dann hat er irgendwie doch keine Zeit gehabt, deswegen habe ich gedacht, dann kann es sein, dass er auch. Er hat allgemein einen sehr krassen Schlafrhythmus. Den amerikanischen Schlafrhythmus, deswegen. Das müsste er extra wieder früh aufstehen, deswegen gesagt, jetzt schon den Jungen mal wieder. Extra voll. Früh, es ist 14 Uhr. Ja, der hat einen sehr krassen Schlafrhythmus, der JojoCraft.
Okay. So. Ich will mal kurz gucken, wie viel haben denn hier gerade. Wie viele Lichter sind hier an? Ob das lohnt hier noch zu warten in der Zeit, wo ihr spammt wie wild? Nein. Aber hier ist. Hier fehlen halt noch viele. Aua. Ja. Sonst können wir doch nochmal einen neuen Server reingehen, vielleicht, und dann. Ja. Muss ich auch Yalla Abfahrt machen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal. Dann hat er eh da schon Dings bekommen, also. Eben. Ja. Mal, wer jetzt heute nicht bekommen hat, der ist lost. Ja, ich sag mal so, nächste Woche gibt's ja noch einen Stream, ne? Aber das ist doch der letzte dann, glaube ich. Weil. Oder ist das der letzte? Mal kurz gucken. Nee! Geht's doch gar nicht. Das ist heute sogar der letzte. Weil am 14. nächste Woche das Event schon endet. Ah, da hat mein Bruder sogar Geburtstag. Ui, Memo. Das heißt, wenn ihr die Kiste heute noch nicht bekommt und noch nicht noch habt, dann. Auf jeden Fall heute reinkommen. Wie gesagt, es lohnt sich die letzte Chance, dass ihr diese Kisten bekommen könnt. Sonst, ja, wie gesagt, ich sehe gerade, gibt es keinen Stream mehr von diesem Metaverse-Event. Guck mal, ey, ich habe eine neue Taktik gefunden. Wenn ich auf dieser Plattform bin. Welche? Vielleicht klappt das jetzt auf dieser pinken Plattform. Ja, ich komme zu dir. Und dann, warte mal. Jetzt, Moment, hoffentlich klappt das jetzt. Dann. Ja, natürlich total verkackt, Alter. Ja, moin. Maximal verkackt. Gerade hat es geklappt, dann bin ich so 8-mal hintereinander geboostet worden. Ja, moin. Muss ja irgendwie gehen. So. Ja, jetzt wieder da. Vielleicht draufdrücken. Nee, erst springen, dann draufdrücken. Nee. Jetzt hat es wieder geklappt. Warte mal. Ich suche schon mal jetzt eine neue Lobby. Spaß. Dass auch wirklich alle draufkommen, dann nicht heißt, dass der Server wieder voll ist. Ja, jetzt hat es geklappt. Lasst uns boosten. Wie kann ich reinjoinen? Einfach mir auf Rollos folgen, dann kannst du auch reinkommen. So, ich hab mal eine leere Lobby gefunden. Wir oder gehen mal rein. Shortcut Alt F4. Ja. So. Alt F4 klappt immer. Ja, nee, komm. Also diese Lobby ist jetzt wirklich randvoll, randleer. Außer sehr gleich. Gut. Da sind irgendwie nur 4 Leute drin. Oh, nein. Also komm schnell rein in die Lobby. Oh, das ist hier so laut, das Spiel. Warum triggert das immer selbst hoch? Mein Gott. So. Wie gesagt, wir sind jetzt hier drin. Neue Lobby, neues Glück. Da kann wirklich jeder rein. Das ist jetzt eine Public Lobby mit Low Levels. Was ist das Low Levels? Mit Low Spielern. So, ich muss kurz hier den Chat mal aufmachen. Pat, kannst du mich grüßen? Jojo hat mich letztens im Stream gegrüßt. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken, was da geschrieben wird. Ja, dann Grüße gehen raus, ne? Ja, Grüße gehen raus an den Eckernaut 0068. Sei gegrüßt von Pat und auch mir. Freust du dich auf das Islands Event um 18:30? Event? Event? Ist da wirklich Mining Event? Ich hab's mal so ganz doof auf YouTube irgendwie gesehen. Was ist das, Event? Du meinst das Update oder nicht? Oder ist da wirklich ein Event? Also ich hab von nichts von einem Event gehört. Auch nicht auf Twitter oder so von denen. Ich kann nochmal kurz schnell gucken. Isarlande? Nö. Sehe kein Event. Was? Kein Event sehe ich hier. Ich glaube, der meint das Update eher. Oh, glaube ich schon fast voll, das ist hier gerade. Huch. Wenger die Lampe. Mach mal. Ja, wie das einfach aussieht, einfach. Also ich bin ganz ehrlich, bei dem Spam, wenn da wirklich keiner eine Kiste bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter zu helfen. Also hier kannst du doch wirklich massenhaft abstauben. Mal kurz gucken, wir haben hier viele Goldene. Wir könnten das mal versuchen hier. Ich versuch's mal. Ich gehe auf eine Position, wo ich dann auch viel sehe. Das wäre hier hinten. Kannst du damit auch andere Leute runterpushen? Kerbo? Rein logischerweise, ja. Ich push mal Kerbo runter, mal sehen, ob es geht. Also in der Zeit stelle ich manchmal hier drauf und guck mir den. Boah, Junge, wie wahnsinnig das einfach aussieht. Es geht einfach nicht. Ja, Update, ist sorry. Das ist ein Event? Da muss ich mal später gucken. Da muss ich mal später gucken nach der Aufnahme mit Abarok. Wie kann ich joinen? Einfach mir auf Roblox folgen. Auf Roblox folgen, hier ist dein Name nochmal zu sehen. Pharao13. Und dann, wie gesagt, kannst du mitmachen und die das letzte Mal hier bei mir die Kisten bekommen. Denn, wie gesagt, nächste Woche am Freitag löst er die ganze Sache hier das Event schon auf. Dann ist vorbei. Dann ist das Metaverse offiziell zu Ende. Und dann werden sich nach und nach die Kisten öffnen. Da werde ich natürlich auch ein separates Video zu den Items machen. Und da sich alle jetzt mal einzeln öffnen werden, wie ich das noch weiß, von den Datums her, also immer separat, ne? Also neck. Von den Datums her. Ja. Ihr wisst schon, meine. Halt, weil Datum? Was ist denn Meta von Datum? Datum. Ich hab das mal gegoogelt. Von den Datums her. Hört sich richtig komisch an. Von den Items. Ja. Ich guck mal gerade. Nämlich, die ersten Crates werden sich am
17.05. öffnen. Das wäre dann ein Montag, okay. Ein Montag wäre das. Und wann kommen die Neck-Accessories raus? Ne, das war kein Neck, das war Shoulder. Wir gucken mal kurz. Shoulder kommt am 19.05. Das heißt, dazwischen muss noch irgendwas liegen. Also, sie werden sich alle nach und nach dann öffnen und dann werden wir dazu, oder werde ich dazu dann nochmal ein spezielles Review dazu machen und euch zeigen, die einzelnen Items nochmal im Detail und meine Meinung abgeben zum Metaverse Event und zu den Items etc. So, und wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Leute. Da hinten fehlt noch einer, dahinter ist einer, auf dem auf dem Berg fehlt nochmal einer. Ne, da vorne ist einer, auf dem Berg und dahinter fehlt noch einer und hier noch fehlt einer. Also insgesamt eins, oh, dahinter ist jetzt schon einer. Eins, okay, und noch komme ich noch zwei, wenn ich mich nicht täusche, oder? Warte mal, wenn wir jetzt hier eins, zwei, die sind manchmal so schwer zu erkennen, die Beams. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, da hinten war gerade was, neun und dann hier. Ah, vielleicht schaffen wir es sogar noch hier in der Lobby, mal gucken. Wäre episch. Da oben muss man ja ein bisschen hochklettern, das ist ein bisschen Gefummelei mit dem Charakter, dass man ja nicht runterfällt. Das heißt, da wird sich eventuell ein bisschen verzögern. Okay, die hat anscheinend nicht genug, die da. Die Userin. Aber ja, so. Jetzt der Roblox ist auch noch hier im Stream. Pat, kannst du mich grüßen? Und du auch, Faust. Ich bin ein riesiger Fan von euch. Ich grüße den Robloxy von mir aus. Moin. Was denn? Du sollst auch zurückgrüßen. Das war ja eigentlich von der Übergang. Ach so. Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen auch raus von Pat aus. Oh. So, wollen wir jetzt nochmal hier? Oh nee, warum so ein schlechter Witz hier? So, wir brauchen noch einen hier oben. Einen bräuchten wir noch oben auf dem, auf der, ja, Hälfte der Spitze. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf diesem Mäuer brauchen wir noch eine Person. Und ich glaube, dahinter müsste auch noch irgendwo eins sein. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Wir haben jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, genau. Ja, gut, da, der geht gerade runter. Wie gesagt, ich bleib hier noch ein bisschen stehen. Wir werden dann, glaube ich, dann nochmal später dann noch mal, versuchen, eventuell die Server zu wechseln, wenn das hier nicht klappt mit dem Egg. Warum macht Pat keine Roblox-Videos mehr? Aktuell keine Zeit. Aktuell, wie gesagt, keine Zeit. Er macht ja momentan aktiv auf jeden Fall auf seinem Hauptkanal ganz viel Among Us und auch Minecraft. Deswegen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich hatte ja auch, also ich habe auch einen zweiten Kanal und warum ist jetzt hier der Beamer hier ausgegangen? Und da ich ja mein Projekt gerade mache und hier nebenbei noch Videos versuche im Mass aufzunehmen ohne einen Cutter, ist es auch, wie gesagt, für mich auch ein bisschen stressig, sonst hätte ich auch eigentlich, vielleicht einen zweifachen, also zweimal jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen auf meinen Kanal, wenn ich so krass wäre. Genau, so. Was macht ihr? Wir vergeben gerade in massiven Anzahlen die Boxen und versuchen hier gleichzeitig noch das Ei freizuschalten für die, die es noch nicht haben. Deswegen versuchen wir das gerade hier qualenvoll irgendwie, aber wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Leute, deswegen, wenn das nichts hinhauen sollte, werde ich dann nochmal Server versuchen zu wechseln, dass wir es dann hinkriegen eventuell. Deswegen bleibe ich hier stehen und kommentiere ein bisschen rum und gucke mir an, wie gerade Pat Kevini 44, oder wie er sagt, 44, 44, so. und Kerbo da ein bisschen die Kisten spammen. So, ich glaube, wir bauen jetzt noch, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 10, 11, 2 fehlen noch, 2 oder 3 fehlen noch. So. Du bist der beste YouTuber. Danke, danke. Kuss, Kuss, Ehre. Wie kann ich rein? Einfach mir auf Roblox folgen. Faro13. Ich kann kurz hier nur reinzoomen. Das ist der Name, wie gesagt. Einfach mir folgen auf Roblox und dann kannst du auch schon in die Lobby kommen. Oh, das ist da. Wir haben es geschafft. In dieser Lobby haben wir es geschafft, das erste Ei in dieser Lobby freizuschalten. Wie gesagt, gönnt euch das Ei jetzt. Wir rennen mal kurz auf Vollzahl mit hin, um das mal kurz zu zeigen. Wie gesagt, holt euch das Ei jetzt ab. Das gibt es jetzt hier in der Lobby, falls ihr, wie gesagt, den Badge habt. Einfach hier reingehen und dann hier euch erblinden lassen. Ich renne auch nochmal rein, das mal kurz nur noch zu zeigen. Wie gesagt, einmal kurz hier. Achtung, wird sehr hell. Oh. Zack, und dann haben wir auch schon das Ei schon eingesammelt. Und dann ist hier, wie gesagt, so eine Art Hall of Memory, würde ich mal sagen, wo dann nochmal alle Eckhands zusammengefasst wurden. Weil es ja das letzte Eckhand ist aus, ich glaube, ich weiß nicht, aus religiösen Gründen, weil es nicht jedes, weil Ostern ist ja ein Fest, wo man halt was feiert und das feiern halt nicht alle, sag mal schnell,
Länder. Religionen. Religion oder Länder. Deswegen, weiß nicht warum, aber Roblox findet das anscheinend irgendwie unfair und deswegen, ja, schaffen sie anscheinend das ganze Eckhart ab. Aber dazu werde ich nochmal später in einem anderen Video meinen Senf dazugeben, meine Meinung. Deswegen auf jeden Fall Glocke aktivieren, Abo dalassen und dieses Video liken, dass ihr, wie gesagt, dann auch nichts verpasst auf meinen Kanal zu Metaverse und weiteres. Wie gesagt, diese Leute haben jetzt hier ihren Badge, ich geh mal wieder hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht für die Leute, die neu reinjoinen, ob das dann immer noch hier ist. Aber, wie gesagt, ihr baut dafür Minimum 36 Badges. Schaut mal, die ganzen Packages werden mitgezählt, weil es ja auch so gesehen Badges sind. Deswegen, wenn ihr diese habt, dann könnt ihr euch jetzt hier das Ei abholen. Mit neuen Leuten, die reinjoinen, weiß nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, wir haben es geschafft, in der Lobby auf jeden Fall das Ei hier zu knacken, zu öffnen. Und ja, auf jeden Fall nice. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell ging. Ich würde sagen, dazwischen nochmal einmal Lobby. Und dann sind wir schon wieder fast 14 Minuten, glaube ich. Lass mal kurz gucken. Ja. Dann suchen wir kurz eine neue Lobby raus und dann hüpfen wir rüber zum nächsten. Okay. Und versuchen dann auch das eine nochmal zu cracken für die Leute, die es noch nicht haben. So, mal kurz ein bisschen hier durchscrollen wieder. Aber ihr seht, es ist ganz einfach zu bekommen. Einfach hier den Livestream abchecken, dabei sein und dann könnt ihr auch schon das Ei bekommen. Oder einfach mal ein Video gucken und Leute zusammen trubeln, wie ich das gemacht habe gestern. Ich habe auch das Ei auch aus Zufall lustigerweise gestern bekommen. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte eigentlich geplant mit den Leuten im Video, aber dann habe ich es doch schon davor bekommen. So, neue Lobby, neues Glück und ein neues Ei. Für die, die es noch nicht haben. Wie gesagt, okay. Ich gehe jetzt mal rüber. Bin jetzt auch schon drüben im neuen Server. Und dann machen wir hier mal... Oh, komm. Nein, nicht die Musik. Hör auf. Stopp. Danke. So. Musik ist auch leise gestellt. Nicht, dass es wieder sich selbst hochpegelt. So, wir sind drin. Pet ist auch schon drin. Das heißt, kommt einfach in die Lobby. Wie gesagt, mir auf Roblox folgen. Und dann könnt ihr euch schon hier ergötzen an Kisten und sonstiges, was ihr noch nicht habt von Metaverse. Wie gesagt, auf jeden Fall heute mitmachen. Denn das ist die letzte Chance, dass ihr das Metaverse Championship... ich sag mal Championship, das ist irgendwie voll irgendwie so Angewöhnungssache, ich weiß nicht warum. Champions, Developer Crate, Star Crate und MVP Crate kriegen könnt. Und ich werde mich jetzt wieder bewegen und mich auf diese meine gleiche Position hinstellen. In der Zeit, wo die anderen Kollegen hier mal ein bisschen die Sachen verteilen. Weil ich habe jetzt keinen Bock, da den Stein hochzulaufen, das ist echt eine grausame Kraxelei. Aber wie gesagt, so. Streamzustand einmal kurz hier rein. Aktiviert Analysen. So. Noch zwei Abzeichen. Yay. Könnt ihr mich grüßen? Ich grüße Chaos meiner 10. Willkommen im Stream. So, ich höre gerade noch ein bisschen. Das heißt, wir haben wirklich noch nicht viele, die paar Kisten. Wie gesagt, es lohnt sich immer hier reinzukommen. Denn man hört hier noch irgendwo ein Bibbib. Deswegen, wie gesagt, kommt rein, holt euch die Kisten. Was ist denn da los, Alter? Haben so viele noch nicht die Kisten nicht? Was ist denn da los? Oh, Alter. Krass. Da müssen aber echt viele sein, die nicht die Kisten... Junge. Alter, was ist da los? Plot Twist, Kevini spielt einfach den Sound ab über Discord. Nein, nein. Krass, krass. Hätte ich nie gedacht, dass noch so viele mit Kiste haben. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall. Kommt rein, kommt rein, kommt rein! Ja, man hat auf jeden Fall, da sind noch echt viele Kisten, die noch nicht, abgeholt worden sind. Was wäre, wenn es in Islands... Was? Elytras, ach so, gäbe. Ich sag mal so, wäre angenehm zum Bauen, bin ich ganz ehrlich. Und dann nochmal Raketen enden nicht nutzvoll, auch wenn das so leicht Pay-to-Win wäre. Ah, diese Kiste, wie die krass, die springen von dir, Pat. Ja. Alter, die wegfliegen. Aber was schmeißt du denn die bitte drauf, dass sie wegfliegen? Ich weiß es nicht. So, wie gesagt, wir werden nochmal versuchen, hier die Cutscene zu skippen. Das sieht eigentlich immermaßen ganz gut aus. Und dann, für die, wie gesagt, noch nicht haben, dann kriegen sie es. Ist voll, einfach ein bisschen warten und dann... Nach einer Zeit werden hier schon ein paar Leute leaven und reinkommen und dann... Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, hier reinzukommen. So.
dann warten wir mal, wie gesagt, bis hier sich das Ei wieder öffnet für uns und dass das wieder auch andere Leute sich abholen können. Hi, ich würde das so cool finden, wenn es in Islands ein Goldtotem gibt. Ja, nee. Also immer so ein Goldtotem in Islands wäre OP. Das wäre wirklich OP. Das wäre mega OP. Das wäre wirklich mega OP. Da braucht man ja gar nicht Gold farmen. Also das. Ah, würde ich nicht fühlen. Bin ich ganz ehrlich. Würde ich nicht fühlen. Aber krass, es haben wirklich noch nicht so viel anscheinend ein paar Crates. Also das. Das hört gar nicht auf. Und das das hört gar nicht auf. So. Wie so, es hört gar nicht auf, oder was? Ja, gerade eben. Es hört einfach nicht auf. Einfach ohne aufhören, so, verstehst du? Hört einfach nicht auf. Nobody know. Nobody know, genau. So. Ach so, es hört einfach nicht auf, oder? Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ja, nice. Braucht ihr mich dann jetzt noch, weil sonst würde ich abstischen, weil ich muss was essen. Ich glaube, wir haben soweit alles fertig. Ja, fast 14 Minuten hier gestreamt, das üblich hier wie immer bei den Crates. Das heißt, Lass dir schmecken. Ja. Und ich bedanke mich für deine Anwesenheit. Streamst du noch weiter, oder? Ja, ich stream noch ein bisschen weiter bis 15 Uhr. Nice. Ja, dann viel Spaß noch beim Stream, ne? Jojo. Und danke, dass du hier warst. Gerne doch. Ja. Reingehauen. Tschüss. Gib den Redestock weiter an Faro. Ciao. Ciao. Tschüss. So. Aber wann kaufst du dir die grüne Kiste? Die grüne Kiste? Ja. Die grüne Kiste. Ach so. Nee, das, wir haben ja genug MVP-Player. Dafür habe ich wieder kein Geld. Ich habe dafür Geld, aber es lohnt sich nicht, weil die kriegst kannst du. Die haben ja jeder. Eben. Ja, ich weiß schon. So. Faro, wann bringst du einen neuen Merch raus? Ist noch in Planung, den ich als die Sommer Collection. Ich werde mal noch einen Poll machen, was die Leute denn sehen wollen für Farben. Das heißt, auf jeden Fall meinen Discord beitreten, dass ihr es nicht verpasst und abstimmen könnt, was wir denn für Farben in die Sommer Collection mitnehmen sollen. Ich habe auf jeden Fall nachgedacht, eventuell so einen blauen Suit oder so. Mal gucken, wer auch was fresh ist. Leider habe ich ja nicht den White Banded Blue Top Hat. Hätte ich noch ein Outfit machen können dafür, aber leider habe ich den ja nicht. Ich habe nur den Green White Banded. Den White. Green White Bennett Top Hat. So, mein Gott, das ist ein schwerer Name im Aussprechen. Nice. Den habe ich aber den anderen leider nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja einfach meinem Discord beitreten mit Ausrufezeichen Discord in den Chat. Dann könnt ihr schon, wie gesagt, mitmachen und. Was heißt mitmachen? Dann könnt ihr schon dem Server beitreten. Und dann könnt ihr nachher abstimmen. Apropos Discord, kannst du mal kurz in den Discord schauen? Ja, ich kann kurz in den Discord schauen. Ich gucke mal kurz. So. Einfach mal ein paar Boxen spammen. Und was ihr auch noch machen könnt, da ja der liebe Kevini hier so fleißig hier die Kisten am Verteilen ist, und ich höre ja immer noch, welche haben die immer noch nicht, könnt ihr einfach auf Ehrenbruder-Basis einfach mal auf TikTok folgen. Boah, jetzt ist schon wieder das Ei aufgemacht worden. Einmal kurz hier das Ei reingehen, dann kann ich da weitermachen. Ihr könnt auch mal Kevini auf TikTok folgen. Er heißt da Roblox_Kevini44 auf TikTok. Einfach mal abchecken. Nämlich als kleines Dank, dass ihr hier mitmacht und uns hier die Kisten austeilt. So. Einmal kurz wieder blinden lassen. Zack. Bibi. Nochmal ganz kurz zu TikTok. Auf TikTok stelle ich euch das Spiel Emergency Worldwide vor und zeige euch andere Dinge in Roblox. Ich bin seit 10 Jahren Roblox-Entwickler und ja, wenn ihr wollt, folgt mir. Genau. So. Ich grüße. Oh Gott, jetzt kommt wieder. Also, tut mir leid, wenn ich den Namen verkehrt ausreden würde. Aizi Takimixi. Sei gegrüßt. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und wie gesagt, hier haben wir jetzt auch das Ei. Genau, besser Server Dev Chess und Egg. Das Beste, was man sich hier geben kann. Hier in der Memory Hall of X. Das Eck habe ich auch sogar. Da, was haben wir noch? Das könnte ich auch. Ich bin so neidisch, dass ich das leider verpasst habe, dieses Space Egg, obwohl ich es könnte. Aber da war ich noch wirklich sehr jung, habe es leider verpennt. Das Ei habe ich hier auch. Oh, da kann ich mich noch erinnern, was haben wir noch für Eier hier? Das Devilau. Das fand ich echt geil letztes Jahr, auch wenn es ein Dev Hunt war. Das Developer Egg, oder wie das hieß. Das fand ich richtig cool.
Boah, ihr könnt mal in den Chat schreiben, was glaubt ihr denn kommt aus den Star Crater und sonstigen Kisten raus? Glaubt ihr wirklich, das wäre auch krass? Stellt euch mal vor, da kommen wirklich nochmal Eier raus. Das fände ich wäre richtig, richtig cool. Wie gesagt. Valkyrie, ich weiß nicht, ob jetzt eine Valkyrie kommen wird, aber Valkyrie also wäre. Ja? Nicht eine richtige Valkyrie, sondern eher so eine silberne Valkyrie, habe ich gesehen, mit ein paar Kristallen drauf. Also, wertvoll würde ich jetzt nicht sagen, aber schon geil. Ich sag mal so, es wäre schon Overkill. Wenn man sich dann, wenn man eine Valkyrie, aber aus welcher Kiste sollte man eine Valkyrie bekommen, ist die Frage. Aus allen, du brauchst alle Kisten zusammen. Das ist ja krass. Und dann merkt Roblox, aha, der hat alle Kisten zusammen, der hat sich so viel Mühe gegeben, den Kisten hinterher zu jagen und dann kriegst du einfach eine Valkyrie. Das wäre schon ziemlich hart. Das wäre, also wenn das wirklich so rauskommen sollte, dann, dann wäre das sogar das zweite Mal in der Roblox-Geschichte, dass Roblox in einem Event eine Valkyrie verschenkt. Damals war das ja, ich glaube, 2000, kann ich nicht lügen, 15 oder 14? 15? 14, glaube ich, oder? 14, ich weiß nicht. Da gab es, müsst ihr euch vorstellen, ein Weihnachts-Event, glaube ich, war das. Und da musste man halt in so einem Spiel, wo man mit Schwertern kämpfen muss, muss man halt Leute besiegen und dann bekommt man das war Weihnachten auf jeden Fall, eine weihnachtliche Valkyrie, dass ich das nicht gemacht habe, ich ärgere mich immer noch so weiter, weil ich die nicht einfach habe. Aber ich könnte doch nicht jeden Tag tragen, weil das ist eine Weihnachtsvalkyrie, dann musst du echt ein gutes Outfit haben. Aber wenn wir wirklich eine Metaverse-Valkyrie bekommen würden, das wäre schon richtig, richtig ehrenvoll von Roblox aus. Dass sie dafür eine ganze Eckhart einfach mal so eben canceln. Aber ja, so. Wie gesagt, ich glaube, ist das Server eigentlich auch schon großartig gefüttert, oder, ne? Ja, ist er. Wir könnten mal nochmal den Server wechseln. Einmal wechseln wir noch den Server, würde ich sagen. Ja. Lass mich kurz einmal einen guten Server raussuchen, dass auch wirklich alle draufkommen können, die noch nicht das Ei oder eventuell die Kiste haben. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzukommen, denn das ist das letzte Mal, dass ich diesen Livestream von dieser Art machen werde. Denn weil am nächsten Freitag ist halt Egg Hunt oder Death Hunt. Nee, nicht Death Hunt. Metaverse. So. Metaverse zu Ende. Und dann wird es diese Sachen nie mehr wieder geben. Das heißt, auf jeden Fall abholen. Es lohnt sich. So, ich suche mal kurz die ganze Zeit noch einen leeren Server raus. Da kommt schon zur leeren Abteilung. So, ich gehe mal neuen rein. Das heißt, einmal hier. Bup. Einmal kurz leer machen. Und dann rein da. Kannst du mich grüßen? Heiße Lia. Ich grüße Lia. Willkommen im Stream. Es wird alle Sorten von Sweatern geben in Islands. Da bin ich mal gespannt, Alter. Ich habe auf jeden Fall die Leaks schon gesehen. Wie gesagt, ich wollte ja noch ein Video zu machen, aber ich habe gedacht, wenn das Update heute kommt, ist ja unnötig. Deswegen spare ich mir lieber die Arbeit und mache das dann fürs Video für euch. Denn ihr kennt mich ja. Ich werde so früh wie möglich immer alles kriegen und alles zeigen. Deswegen, ja. So. Dann gehe ich mal diesmal auf eine andere Position. Wir gehen noch auf eine Standardposition, die war eigentlich ganz gut. Deswegen, wenn ihr noch einmal reinkommen wollt, einfach wieder auf Roblox folgen, VO13. Und dann könnt ihr schon mitmachen. So, kann ich mal bitte hier hoch? Das wäre sehr nice, danke. So, ich stelle mich schon mal hier drauf. Für die Leute, die noch kein Ei haben, wie gesagt, kommt einfach rein, macht mit und holt euch eure Preise ab. Ja, wie gesagt, ich werde noch auf jeden Fall noch mal eine Sommerkollektion machen. Die wird auch noch kommen. Das heißt, join auf jeden Fall meinen Discord. Da könnt ihr, wie gesagt, auch dann abstimmen, welche Farben wir auswählen wollen. Das heißt, wenn auch mal, warum auch immer, pink wollt, dann wird es auch pink geben. Als Beispiel. Wie gesagt, das soll ich noch einrichten. Deswegen kommt auf jeden Fall auf den Discord, Ausrufezeichen Discord in meinen Chat hier rein. Und dann werdet ihr es, den Link schon bekommen vom Bot. Ja, genau. So. Und wie gesagt, morgen 16 Uhr Island-Stream, wie in gewohnter Sache. Da werde ich dann auch wieder mit euch Island spielen. Dann werden wir noch die Pyramide ein bisschen weiter ausbauen und das Update uns eventuell sogar gemeinsam angucken. Ich hoffe mal, ich vermute mal, wenn der Rüstung kommt, dass das PvP oder das PvP-Insel wieder zurückkommt. Weil, macht Sinn, Rüstung und so, wo ich jetzt mal gesagt habe, das wäre ja cool, wenn wir mal Rüstung hätten. Ich habe schon einfach wieder in die Zukunft geguckt, Leute. Warum hast du deine alte Islands resettet? Ich fand die einfach, die war einfach sehr, nicht gut gemacht. Ich hätte den ganzen Boden immer unten aufreißen müssen, um weiterzubauen und so, wegen Blocklimit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machst du eine neue Insel auf, bisschen mehr, ja,
cooler, schöner und ja, da habe ich jetzt einmal mit euch gemeinsam die Insel abbauen lassen. Das sah wirklich auf jeden Fall richtig lustig aus. Das Video gibt es dann natürlich immer noch. Deswegen, auf jeden Fall können wir mal abchecken. So. Warte, ich wechsle mal. Oder? Ja, ich wechsle mal den Platz in den Tuxedo, da steht. Wegen dem Spawner. Oder? Kann er nicht beschwören? Ich glaube, kann ich beschwören. Oder? Nee, Tuxedo kann nicht. Ach so, lol. Ich glaube, der hat noch genug Badges, weil er so viel hat. Okay. Anscheinend kann das nicht irgendwie. So, steht hier im Chat. How can I press? Okay. So. Komm schon. Schick mir eine. Wo sind Sie denn gerade, Herr Kevini? Ich bin gleich wieder da. Ich wollte auch gerade noch nebenbei live gehen. Mm. Weil wir sind ja noch ein bisschen da, oder? Ja, ich habe bis 15 Uhr noch streamen, 10 Minuten gleich noch. 10 Minuten? Na ja. Gut, dann mache ich da noch ein bisschen alleine weiter. Ich komme gleich wieder in deinen Channel. Mhm. So, und jetzt versuchen wir mal hier, das Einhorn freischalten für die, die es noch nicht haben. Komm schon. Eine Schnecke von der Victoria. So. Warte, wenn Niki hier steht, macht nicht das Sinn, dass Niki sich woanders hinstellt eigentlich? Da oben steht einer. Was fehlt denn hier eigentlich noch? Da sind zwei da oben. Dahinter. Warte mal. Also Niki müsste ich mal kurz mal neu platzieren. Ich bin in einer Minute wieder da. Jo. Also wieder in den Server drin. Hätte ich jetzt auch nicht machen? Okay, seltsam. Ich bin anscheinend der Auserwählte aller. Ah, warte, oder? Mal neu drauf. Okay. Ganz komisch. Niki kann es anscheinend irgendwie trotz goldenen Namen nicht machen. Ja gut, dann gehe ich halt drauf, ne? Zack. Niki kann das unter keinen Gründen nicht machen. Wie gesagt, kommt rein, wenn ihr das ein noch braucht. Du bist noch nicht gemütet, Kevin, ne? Ja. Falls du irgendwas jetzt Wichtiges eingibst, deswegen würde ich sagen. Nee, alles gut. So, wir haben jetzt da, ich glaube, da hinten müsste ich noch einer hinstellen und dann. Das ist da hinten noch schon und dahinter auch noch einer. Dann hätten wir ja alle wieder für das Ei. Du hast dir so viel Mühe gegeben bei deinen geraden Island-Streams. Na, Island-Server? Jetzt geht's los. Sehr gut. So. Server, ach so. Ach so, jetzt check, was du meinst. Ach so, natürlich. Faust, denkst du, ich bekomme die Admin-Chest noch? Boah, also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn du die Admin-Chest haben willst, würde ich empfehlen, einfach mal bei Roblox bei der Suchliste einzugeben. Warte, ich muss kurz suchen, wie die Gruppe heißt. Ich habe einen Freund, der ist in der Gruppe, deswegen. Einen Moment. Auf jeden Fall, ich habe das wirklich durch Zufall bekommen. Deswegen, guck ich mal kurz hier nach. Da ist er. Nämlich, was am besten, wenn ihr noch die Admin-Chest haben wollt, geht auf jeden Fall am besten auf der Roblox-Suche, also oben auf die Suchleiste. Und dann sucht. Oh, nee, der ist da raus. Wie heißt nochmal die Admin-Gruppe? Ich glaube, Official Admins heißt das. Confidence doch bestimmt locker drin. Warte, ich muss mal kurz hier gerade die Gruppe raussuchen, weiß den Namen gerade nicht von der Gruppe. Ja, und Confidence lässt ihn anzeigen. Herzlichen Glückwunsch. Oder hier vielleicht. Wo ist denn die... Hä? Wo ist denn hier die Admin-Gruppe? Wie heißt die nochmal? Roblox Admin? Ich glaube, mal gucken. Grups. Ich zoome mal gerade hier die Admin-Gruppe raus, dass ich den Link dann hier reinschicken kann, wenn ich den finden würde. So, Reese MC Blocks müsste doch da drin sein in der Gruppe. Jetzt komm. Da ist er. Genau. Die Official Group of Roblox ist das, glaube ich. Die heißt jetzt seit neuestem so. Die schießt, glaube ich, immer damals anders. Aber da sind halt auch Admins drunter. Und ich kann mal kurz das hier... Oh, da ist schon wieder das Ei gecrackt worden. Das ist die Gruppe, wie gesagt. Und wenn ihr
da einen Admin sieht, der euch joinen lässt, dann könnt ihr, wie gesagt, da dann den reinfolgen und versuchen auf gut Glück noch ein Ei zu bekommen. Oder eine Kiste, ich sag mal ein Ei dazu, weil es gewohnt Sache ist. So. Jetzt. Ich bin wieder dabei. Wie bitte? Ich bin wieder dabei, ich hab's geschafft. Ah, so. 10 Jahre später. Aber kurz hier neue blinden lassen. Zack. Und dann haben wir auch wieder das Ei uns abgeholt. Wie gesagt, für die, die es noch nicht haben. Hier, wie gesagt, gibt's jetzt das Ei. So, da kommen gerade noch die anderen hinterher getrudelt. Ich glaube, ich habe ja schon reingeschickt, Julian. Da ist jetzt der Link. Ich guck mal kurz, ist da irgendeiner gerade online von denen? Sieht man aber danach eher weniger nach aus. Sieht mir aber weniger aus, dass einer gerade online ist. Also auf jeden Fall ein Admin, den ich euch empfehlen kann, der richtig sympathisch ist auch immer noch. Und auch ein Oldschooler ist, ist Inception Time. Aber ich weiß nicht, wie seine Planungen sind. Nee, also ich sehe gerade, wie gesagt, nichts. Aber wie gesagt, von denen könnt ihr dann eventuell noch auf gut Glück die Admin-Chest bekommen. So. Hi. Wo? So. Wie, hi? Was, hi? Wo, hi? Hier, hi. Ah, hi. 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 So. Voll ins Portal geschleudert. Wo bist du eigentlich, Paro? Bin jetzt hier an der Oberfläche. Eieiei. Ich folge dir mal. Ich laufe mal irgendwo hin, weil ich cool bin. Noch mal zu dir. Hallo. 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 Wie geht's denn heute so? Ziemlich super. Das ist doch super immer. Bitte mal wieder VR. Ist auf jeden Fall geplant. Ich wollte auch mal ein Video mit. Also Jojo hat auch ein VR-Headset, deswegen wir versuchen, das mal ein bisschen in Gänge zu kriegen, dass er auch immer mal hier ein VR-Game aufnimmt. Weil ich habe so ein ganz cooles VR-Video geplant, auf jeden Fall. Ich habe in Roblox was gefunden. Es ist sehr ähnlich wie. Also sehr ähnlich wie Islands. Und heißt Stranded. Ja, das haben wir auch schon gespielt. Kann man mal ein Video zu machen, zu Stranded, wenn ihr wollt. Und das mal so zu zeigen, so. Alle abonnieren, genau, ne? Alle abonnieren, nicht vergessen, ne? Auf jeden Fall. Alle abonnieren den Kanal. Den Daumen da lassen. Einmal ein bisschen den Daumen bisschen hier drücken. Und die Glocke aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos über das Metaverse verpasst. Und, ja, wir haben gleich schon geschafft. Wir sind gleich schon 15 Uhr. Tag geht schnell um heute, muss ich schon sagen, Und dann wäre es auch gleich schon mit dem Stream. Aber wenn ihr jetzt noch welche braucht, einfach mir hinterher folgen. VO13, kommt in die Lobby rein, holt euch euer Ei oder eure Kiste ab. Whatever. Und das ist gerade der letzte. Oh, huch. Das ist der letzte Stream hier von dem Metaverse. Also als so zu sehen ist. War das der letzte Stream? Ja, vom Drop-Event, also von diesen Kisten. Weil Freitag. Ja, lass uns das einfach nochmal 10 Minuten länger machen. Okay. 10 Minuten länger nochmal. Ja, das heißt, einfach nur mal 10 Minuten draufhauen auf Ehre. Ich meine, bei dir ist ja alles auf Ehrenbasis. Ja, eben. So. Ne, wegen Aberauk, deswegen muss man kurz Bescheid sagen. Kann man die Katzen ja nochmal triggern, das würde mich interessieren. Da steht einer, da steht einer, da stehen zwei. Wir gehen mal kurz hier durch das Gehüpfe, durch die ganze Kisterei durch. Da oben steht auch einer. Hinter müssen wir, glaube ich, einer hin. Und da oben, da eigentlich auch noch einer, aber. Jetzt gehen wir nach hinten hin zu dieser Ruine. Hup. Hier hinten. Ich bin mal gespannt, was eigentlich auf sich hat mit diesem 1x1x1x1, also diesem bekannten Roblox-Hacker, was ja nicht mehr so ist. Ob da eventuell. Ja, genau, ob da nochmal ein Event kommt, eventuell so ein. Weil. Na so. Okay. Vielleicht haben wir es einfach als Joke dahin gebaut. Oder vielleicht wird ja noch ein Event geben. Ihr könnt mal in den Kommentar reinschreiben. Oder hier in den Chat gerade. Was ihr denn denkt, was denn eigentlich damit passiert. Ist es nur so ein Gag oder ist es eher was ernst gemeint? Es wird noch ein Event geben oder so. Können wir reinschreiben. So. Ich guck mal kurz, wie viel Zuschauer hatten wir denn heute als Top? 33 gerade. Oh. Ja, 33 für einen Nicht-Island-Stream ist schon gut. Das ist schon gut.
Ehre, Kuss geht raus auf jeden Fall an alle und alle, die geliked und abonniert und die Glocke aktiviert haben. Wie gesagt, es lohnt sich. So, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht, hier nochmal die Sache aufzumachen, wenn eigentlich schon alle die Kiste haben. Also, wenn das schon offen ist, das Portal. Wie gesagt, holt euch eure Kisten. Aber ich würde dann sagen, dann switchen wir nochmal um 15 nochmal einmal in die Lobby. Ja. Das heißt, ich würde sagen, die letzte Lobby. Ja, in 2 Minuten switchen wir die Lobby. Ich suche schon derzeit eine neue Lobby raus. Und wie gesagt, das ist dann die letzte, allerletzte Lobby für heute. Auf Ehrenbruder-Basis. Dass wir dann das Teil vergeben werden, diese Chest. Und das Ei. So, mal kurz hier durchscrollen. Komm. Bisschen schneller hier. So. Dann würde ich schon mal sagen, ich switch schon mal rüber. Ich switch schon mal rüber. Ich folge dir. Genau, du folgst mir. Ich gehe schon mal rüber in den leeren Server. Wir sind nur 2 Spieler drin. Von 50. So, ich komme auch mal gleich wieder. Ich habe mal kurz schon was zu trinken. So, da bin ich wieder. Dann machen wir nochmal. Willkommen zurück, genau. Dann machen wir jetzt nochmal hier noch das Eis fertig für die Lobby. Und dann, wie gesagt, ist das letzte Mal, dass ich hier einen Metaverse-Livestream gemacht habe. Ich werde, glaube ich, so auf meiner. In meiner Roblox-Gruppe. Nicht Roblox-Gruppe, in meinem Discord-Server nochmal einen extra Special-Rang machen für die, die das Metaverse mitgemacht haben oder dabei waren und das dann eingelöst haben. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, noch nicht auf dem Discord seid, einfach ausrufen Discord. Dankeschön, den Discord beitreten. Roblox plant ein Metaverse Fallhand. Ich weiß nicht. Ich werde mal sehen, wir werden es sehen. Gehst du in die Schule? Ich gehe noch in die Berufsschule. Spiel Islands, wie gesagt, kommt morgen. Leistung extra dafür. Was steht hier noch? Und wann kommt dein Spiel von dir raus? Das ist eine gute Frage. Nämlich mein Spiel wird sogar noch diesen Monat rauskommen. Wir werden auf jeden Fall. Heute wird mein Skript da werden, hier gerade noch streamen. Macht gerade das Auto-Spawning-System fest. Das heißt. Oh, ich höre noch ganz viele. Das heißt. Ich weiß nicht wann, aber wir werden auf heute jedenfalls mal testen. Und dann für uns nur noch die Jobs. Und dann geht's in Early Access für 250 Robux. Und wie gesagt, wenn ihr dann das macht oder es kauft, dann bekommt ihr am Ende der Early Access in der Open Beta dann so gesehen ein exklusives Fahrzeug für nur die, die das dann gekauft haben, das Spiel am Anfang. So, Regie, was ist da mit der Musik los? Danke. So, das heißt, wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall gefasst machen, es wird auch viele Videos dazu geben. Ich werde auf jeden Fall dazu noch ein Infovideo machen. Und ich werde auch allgemein Videos dann darüber machen. In der Early Access werde ich noch ein paar Videos machen, aber dann nach der Open, wenn es Open Beta ist, dann werde ich viele Videos dazu machen. Und mal gucken, vielleicht macht ja auch aber auch dazu ein Video, also mehrere Videos auch noch. Wie gesagt, wenn es ihm gefällt und passt. Jo. Dann wird auch mehrere Videos dazu machen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt, es wird richtig, richtig cool. Jetzt bin ich ja wieder an meinem Stuhl und muss sagen, wenn ich mal immer eine Roomtour mache, ich kann jetzt schon mal sagen, der Raum ist wirklich nicht groß. So. hat der Schüler der Gruppe. Dann wollen wir auch mal live gehen. Okay. Einfach mal der andere früh live. Ich bin wieder da. Ja. Hat der Schüler der Gruppe die Hub erstellt? Hab geschrieben. Wurde das denn geschrieben?
Julian, wo hat er das denn geschrieben? Das würde mich interessieren. Wo hat er das denn geschrieben? Das würde mich mal interessieren. Auf Twitter oder wo? Wie heißt dein Game? Der Name ist momentan noch, noch nicht öffentlich, aber ich kann euch sagen, wenn das erste Video auf meinen Kanal kommt, wird es dann öffentlich sein, so gesehen. Oh, Loch, null, wieder vom Nightbot einfach wegen, Caps geblockiert für 5 Sekunden, null. So. So. Und ich habe rausgefunden, das ist auch richtig cool, muss ich kurz sagen, an der Stelle, es wird bald für YouTube eine Funktion geben, dass nur, also ihr kennt es ja sicherlich, wenn ihr zum Beispiel bei einem großen Streamer dabei seid und dann Mitglied seid, dann könnt ihr mit dem halt reden und so. Also zum Beispiel Mitglied-Owner-Chat. Also Mitglied-Only-Chat. Aber ich habe gehört, es soll bald sogar für YouTuber ein Abo-Only-Chat geben. Das heißt, wenn ihr Abonnenten seid von meinem Kanal, dann könnt ihr, und ich stelle es so ein, in den Chat, dann können nur Abonnenten mit mir in dem Chat chatten, hier in dem Livestream-Chat. Und das heißt, die noch nicht abonniert haben, die können es dann halt nicht. Auf jeden Fall ein interessantes Feature, auf jeden Fall. Wie heißt das Spiel, was du gerade spielst? Das ist das Metaverse Champions Hub. Wie gesagt, wir verteilen gerade noch ein bisschen die Kisten und versuchen nur noch das Ei aufzumachen, für die, die das Ei noch nicht haben. So. Aber es sieht eher gerade sehr mager hier aus. Wir können mal kurz hier noch zu Kevini gehen. Wo doch immer gerade steckt der Schwinger. Ja, hier in der Mitte. In der Mitte, sagst du? Ja. Hier ist ein Bike-Typ, aber das bist nicht du, oder? Nee. Warte, da wo die anderen drum rumstehen. Um den. Ah, da irgendwo. Ah, hier. Hallo! Fetzt mal mich weg? Warte. Komm mal. Ah, kurz, bis Kevin mich gleich hier wegballert. Warte, 2 Sekunden. Gleich geht's los. Ich starte jetzt nur gerade meinen Livestream. So, 3, 2, 1. Mit meinem wunderschönen Vorhängen. So, jetzt. Jetzt geht's los, jetzt bin ich da. Wo soll ich dich hinballern? Einfach wegschleudern, weggefetzt werden, Alter. Hi! Fetz mich! Diese wunderschönen Vorhänge im Hintergrund. Eieiei. Boah. Und wie gesagt, 4 Minuten habt ihr noch Zeit, dass ihr euch hier eine Kiste abholen könnt bei Kevini, die Developer Box. Und wir können nur mal kurz hier versuchen, das Ei aufzumachen. Deswegen auch die letzte Möglichkeit, dass ihr hier im Stream mithilfe meinerseits und der Community euch das Ei abholen könnt, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. So. So, ich mache mal einen Kopfhörer raus, damit ich euch auch höre. Wie kann man das jetzt hier drehen? Kamera wechseln. Leute, ich spiele gerade Roblox und verteile diese Kisten im Metaverse-Event-System. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Dort gibt's einfach Developer-Kisten. Ich finde auch gerade mega babahaft, einfach so sagen, so, ja, Dingsbums, dies, das. Folgt mir einfach mal auf Roblox, also joint dem Spiel. Und dann bekommt ihr einfach hier diese Kisten. So, wie gesagt, wir warten hier. Vielleicht schaue ich noch sogar. Falls ihr die Kiste noch nicht habt. Ich streame auch gerade auf YouTube mit Pharao. Also wenn ihr Pharao folgen wollt, könnt ihr das auch machen. Einfach mal auf YouTube Pharao 13 eingeben, oder? Pharos? Ja, beides geht. Ja, beides geht. Da bin ich auch gerade nochmal live mit Pharao. Du kannst gedrückt halten. Das weißt du, oder? Psst. Was ist dein Favoritenspiel? Mein Favoritenspiel... Auf jeden Fall wird das dann mein Spiel sein, natürlich, macht Sinn, ne? Warum sollte man sein eigenes Spiel nicht als Favorit haben? Aber Islands auf jeden Fall macht, wie gesagt, immer sehr viel Spaß, weil man auch immer lustig Dinge bauen kann. Und was kann man mit dem machen? Wenn du alle 4 Kisten hast, also Admin, Developer, Star Crate und diese grüne Kiste, die alle spammen können, kriegst du vielleicht eine Valkyrie. So ein Valkyrie.
Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Und dann will ich noch sagen, andere Spiele, aber ganz genau kann ich auch nicht darauf einbeschränken. Aber was Kevin gerade hier labert, wie gesagt, kann ich nicht bestätigen, aber wir vermuten es mal. Könnte sein, wäre cool. Ich sag so, es wird Sinn machen in dem Sinne, weil es gibt ja den Badge, der heißt Launcher Pro. Awarded to users who have collected all four Launchers boxes. Admin, Developer, Video, Star, MPV. Available May 20. Das heißt ja rein logischerweise, wenn man diesen Badge bekommt, kann das Ganze, ich sag mal so, wir sehen es mal aus der Ansicht, die Vermutung, dass es, ich kann es wieder nicht bestätigen, dass wir eine Metaverse Valkyrie bekommen, was richtig cool wäre. Aber wenn wir es bekommen sollten, dann können wir gut vorstellen, dass man mit diesem Launcher Pro Badge das bekommen kann. Weil, ich sag mal so, von der Reihenfolge macht es leicht Sinn, weil, and the winner ist halt, wie gesagt, wenn das Event endet. Und Launcher Pro, also der Winner, wenn der Winner ends, ist es dann den Badge, wo wir dann das spezielle Item nach dem Gewinner so gesehen bekommen. Und danach kommt ja Launcher Pro. Also schätze mal, es könnte Sinn ergeben. Könnte. Muss auch bedenken, Kevini. Ja. Aber öffnen sich diese Kisten eigentlich auch? Die müssen sich eigentlich auch öffnen, oder? Die Kisten öffnen sich dann alle. Ja, aber ich meine, die Star Creator Box, die Admin Box. Kannst du vielleicht mal Verlosung machen mit Geld oder so? Mist, das ist gerade komisch, weil wir haben gerade zwei Streams offen. Eben. Ich rede mal ganz kurz für meine Community mit. Wenn ich die 10.000 Follower voll habe, verlose ich ja dann erstmal den Toy-Code. Das heißt, heute schaffen wir das bestimmt noch, da ihr mir ja echt extrem fleißig helft. Und dann habe ich hier den letzten Toy-Code. Den werde ich dann leaken. Und einer von euch kann ihn dann haben. Das ist der letzte, den ich habe. Ja. Und als nächstes könnte ich dann immer mal ein paar Roblox-Karten verlosen. So, das alles hier gerade wieder geöffnet in der Lobby. Perfekt, genau zum Schluss haben wir nochmal hier das Ei freigeschaltet für euch. Oh mein Gott, hey. Wie gesagt, hier nochmal erblinden lassen kurz. Ja! Oh Gott. Und, ja, wie gesagt, haben es geschafft. Wir haben nochmal in der letzten Sekunde hier nochmal den Badge freigeschaltet. Und ja, wie gesagt, die Vermutung mit der Valkyrie könnte hinkommen, aber ich meine halt deswegen, Kevin, weil wenn man ja nur zwei Kisten hat, die müssen sich ja dann separat nochmal öffnen, verstehst du? Wie bitte? Sag's nochmal bitte. Die müssen sich ja separat öffnen. Stell dir vor, du hast ja nur Developer und MVP. Dann würdest du keine Valkyrie kriegen. Also dann bekommst du vielleicht noch extra Items, ja, wie du schon gesagt hast. Das meine ich ja, das kann man gut verstehen. Ja. Aber ich würde sagen, das gucken wir dann, wenn es soweit ist, nämlich am 20. Mai ist es soweit, dann werden wir sehen, ob wir wirklich eine Metaverse Valkyrie bekommen oder nicht. Wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen. Aber wir werden es sehen. Und ich würde sagen, das war es dann erstmal von diesem Stream und auch dem allerletzten Stream von Metaverse Champions hier auf meinem Kanal. Wie gesagt, Kuss geht raus an alle, die durch die Zeit hier, ich habe gerade den Faden verloren. durch den Stream gefunden haben und mich weiter noch unterstützen werden. Wie gesagt, auf jeden Fall ein Like da lassen für diesen krassen Livestream. Auf jeden Fall ein Abo und die Glocke aktivieren, dass ihr gerade keine weiteren Dinge von Metaverse auf meinen Kanal verpasst, wenn wir dann entdecken werden, ob es wirklich eine Valkyrie ist oder nicht. Und wie gesagt, ich bedanke mich an Pat, falls ihr den Livestream nochmal sich angucken würdet, und an Kevini hier gerade eben noch hier drin, ne? Dann macht's gut, Community vom Pharao. Genau, ich glaube, Kevini, die wird noch ein bisschen weitermachen, stimmt das? Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter auf TikTok. Ihr könnt ja mal auf TikTok schauen, einfach Roblox_Kevini44 eingeben. Dann findet ihr mich auf TikTok. Ich spam hier noch ein paar Kisten und mache jeden Tag so 3 Videos. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao. Oh, der war ganz cool. Tschüss, Community vom Pharao. Tschüss, Community vom Pharao. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.